Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3, Folge 52. Naja gut, dadurch, dass die Folgen alle nur noch 20 Minuten sind momentan, geht's natürlich irgendwie schneller. Was haben Sie gesagt? Wir müssen irgendwann entscheiden, ob wir weiterhin Pelevin verteidigen oder in die Offensive gehen wollen. Beides geht nicht? Nicht bei unseren Verlusten. Wie gesagt, es ist komisch für mich, sowas gefragt zu werden. Sie wissen, was Sie tun, Garrus. Bestimmt. Das kann jeder sehen. Mag sein, aber man versucht ewig dazuzugehören und wenn es endlich klappt, ist es anders als erwartet. Wie das? So viele Fragen und von jeder Antwort hängt immer gleich 1 Million Leben ab. Man tut sein Bestes mit den vorliegenden Informationen, genau wie bei C-Sicherheit. Sie haben recht. Aber langsam begreife ich, warum die Galaxie hin und wieder kaltherzige Diktatoren braucht. Sie setzen Dinge durch? Und die Konsequenzen sind ihnen gleichgültig. Vermutlich brauchen wir das jetzt, Shepard. Eiskalte Berechnungen. Hier sterben 10 Milliarden, damit dort 20 Milliarden leben können. Sind wir dazu bereit? Sind Sie's? Nein! Wenn wir den Krieg auf Zahlen reduzieren, sind wir nicht besser als die Reaper. Schön gesagt. Ob wir uns daran halten können? Aber natürlich können wir uns daran halten. Tully ist ein willkommenes Gesicht hier. Oder zumindest ein willkommenes Gesicht unter einem Helm. Wenn die Geth die Reaper immer noch für sowas wie Götter halten, muss dieser Krieg der Himmel für sie sein. Im Moment nicht. Gut. Tja, okidoki. Haben wir alle. Dann gehen wir jetzt nach unten. Nach unten. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Überblick darüber, wie viel Folgen ich jetzt gemacht habe. Was sind das hier? 1, 2. Ach ne. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 5 Stück à 20 Minuten sind. 5 Stück à 20 Minuten. Okay. Haben wir noch ein bisschen. Haben Sie eine Story über die Asari, die in Reaper-Kreaturen verwandelt wurden? Die Adat Yakshi? Nein. Ich glaube, das wäre perfekt für Sie. Die verborgene Seite der schönsten Spezies in der Galaxie. Wir haben viele Asari-Zuschauerinnen. Wenn ich die Story bringe, könnte ich sie verlieren. Das kommt mir ein bisschen geschönt vor. Schon mal gesehen, wie schnell eine E-Demokratie ihre Verbündeten im Stich lassen kann? Nein. Wenn ich meinen Job mache, werden sie das nicht. Oh mein Gott. Edie steuert die Normandie nicht, sie ist die Normandie. Nein, sie ist ein Passagier auf der Normandie, genau wie wir. Das Schiff flog schon durch den Weltraum, da hat Edie noch gar nicht existiert. Techniker Donnelly hat recht. Die Normandie SR2 war schon vor meiner Installation absolut raumtauglich. Sehen Sie? Edie stimmt mir zu. Edies Geist und die Normandie bilden jetzt eine Einheit. Sie könnten die Prozessoren im KI-Kern nicht einfach auf ein anderes Schiff verfrachten. Techniker Adams hat recht. Die Prozesse, die mein Bewusstsein formen, sind über das ganze Schiff verteilt. Sehen Sie? Edie stimmt mir zu. Aber anders als bei Edie hätten unsere Gehirne nicht ohne unsere Körper existieren können. Das ist bei organischen Wesen eine Voraussetzung. Aber sie müssen diese beschränkte Definition von Leben hinter sich lassen. Joker steuert die Normandie. Und er übernimmt nicht Edis Körper, wenn er das tut. Wenn Edie das Schiff steuert, ist sie ein Pilot, genau wie Joker. Edie steuert die Normandie nicht, sie ist die Normandie. Nein, sie ist ein Passagier auf der Normandie, ja. Genau wie wir. Das Schiff flog schon durch den Weltraum, da hat Edie noch gar nicht existiert. Techniker. Die Normandie ist ein Schiff. Edie ist eine Sammlung von Hardware zur Datenverarbeitung auf diesem Schiff. Es sind zwei verschiedene Dinge. Widerlegt das nicht schon die bloße Existenz der Reaper? Nun, was denken Sie, Edie? Sind wir mehr als unsere Gedanken? Ich bin raus. Noch mehr davon und mein Schädel explodiert. War das jetzt richtig oder falsch? Commander? Commander. Es gibt nichts zu berichten. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so gut war.
weil es keine Prozessoren... Ich kann es gar nicht glauben, als Shepard mir gesagt hat, dass sie auf der Normandy sind. Ich scheine diese Wirkung auf alle Menschen zu haben. Und jetzt wohl auch auf Quarianer. Wie auch immer. Quarianer wissen, wie es ist, wenn man seine Heimat verliert. Soweit ich weiß, waren sie daran selber schuld. Was meinen Sie damit? In meinem Zyklus brauchten Quarianer keine Helme zum Überleben. Sie waren die Herrscher ihres eigenen Planeten. Das ist sehr lange her. Und wenn sie nicht die Maschinen erschaffen hätten, könnten sie immer noch die Luft atmen, die von der Evolution für sie vorgesehen war. Ich verstehe. Liara hat mich schon gewarnt, dass sie nicht so sind, wie man erwarten würde. Und nichts in diesem Zyklus ist so, wie ich es erwartet hätte. Sogar primitive Quarianer galten in meinem Zeitalter als attraktiv. Wirklich schade, dass das jetzt niemand mehr zu sehen bekommt. Okay, wissen Sie was? Ich habe jetzt etwas Wichtiges zu erledigen und will Sie nicht länger aufhalten. Sie heißen Geth. Ja, ein beachtlicher Gegner. Warum haben Sie einen davon aufs Schiff gelassen? Legion hat uns schon früher geholfen. Es ist trotzdem eine Maschine. Sie hatten wohl selbst schon Probleme mit KIs? Die Jatil. Sie waren so etwas wie die Geth in diesem Zyklus. Was ist passiert? Ihre Schöpfer lebten auf einer sterbenden Welt, die sie nicht mehr retten konnten. Also haben sie mit Implantaten ihre Intelligenz erhöht. Ich glaube, ich weiß, wohin das führt. Die KI übernahm den Körper und änderte das genetische Material auf tiefster Ebene. Der Nachwuchs wurde zu einer Sklavenrasse gemacht, fast ohne organische Anteile. Es waren Monster. Alle Maschinen sind Verräter. Und die, die sie an Bord gebracht haben, auch. Nein. Mag sein, aber er ist nicht wie andere Geth. Das wissen sie nicht. Sie sind fremdartiger als wir beide füreinander. Legion mag anders sein, aber man kann ihm doch trotzdem vertrauen. Irrtum. Werfen Sie es aus der Luftschleuse. Wie können Sie so sicher sein? Organische Wesen wissen nichts über ihre Entstehung. War es Zufall? Ein Wunder? Es ist ein Geheimnis. Aber synthetische Wesen... Wissen, dass wir sie erschaffen haben? Und dass wir fehlerhaft sind. Warum sagen Sie das? Sie sind unsterblich. Wir nicht. Sie sehen Zeit als Illusion, deren Grenzen uns einschränken. Und Maschinen kennen den Grund für ihre Erschaffung. Edi sieht das vermutlich anders. Aber ich weiß, was Sie meinen. Sie erfüllen einen Zweck, während wir unseren ziellos suchen. In Ihren Augen gibt es keinen Grund für die Existenz organischer Wesen. Trauen Sie ihnen nicht, Commander. Es muss irgendeinen Weg für eine Koexistenz geben. Wir haben sie gemacht. Und ihnen die Macht gegeben, sie zu überflügeln. In der Galaxie ist nur Platz für eine Form von Bewusstsein. Die Perfektion der Maschinen oder das Chaos organischer Wesen. Werfen Sie die Maschine aus der Luftschleuse, Commander. Nee, irgendwie eher nicht, würde ich sagen. Also, nicht wirklich. Müssen wir hier weiter schauen. Nee, aus dem Fenster schmeißen. Ich habe eine einfache Regel. Wenn eine Maschine sprechen kann, sollte man sie töten. Die Maschine, die Sie Edi nennen, was ist, wenn sie mit den Geth sympathisiert? Wir sollten sie unter strenger Beobachtung halten. Warum haben Sie die Maschine Legion nicht aus der Luftschleuse geworfen, Commander? Es ist noch nicht zu spät. Ich muss noch viel über diesen Zyklus lernen. Exakt. Wir schmeißen nicht einfach Verbündete aus der Luftschleuse. Jedenfalls nicht so ohne weiteres.
Ich mag ihr neues Ich, Esteban. Wurde auch Zeit, dass sie mal ein bisschen lockerer werden. Tja, ich weiß nicht, ob der Genuss von Mezcal mitten in der Nacht mich wirklich zu einem besseren Crewmitglied macht. Aber natürlich, das Zeug hat Feuer. Und Feuer braucht man in diesem Krieg ganz dringend. Es macht höchstens Sodbrennen. Im Ernst, könnten wir nicht wenigstens einen anständigen Tequila besorgen? Sie sind der Nachschubspezialist. Nur zu. Ja, ach, muss reichen. Bum, 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 bum. Commander, sind Sie wirklich mit diesem Gathjäger aus dem Schlachtschiff rausgeflogen? Eigentlich saß Legion am Steuer. Ich war mit meiner Gruppe in einem Frachtraum eingepfercht. Ich hätte gern mehr Zeit auf dem Schiff verbracht. Wirklich schade, dass ich so schnell zu Hackett's Team geschickt wurde. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Na, dann ist wohl alles in Ordnung. Hey Shepard, ich habe gehört, Sie hatten da drüben ein Wahnsinnsabenteuer. Könnte man so sagen. Schade, dass ich's verpasst habe. Und dieser Geth, Legion? Ich weiß, Sie kennen sich, aber sind Sie sicher, dass wir diesem Ding vertrauen können? Legion ist nicht wie die anderen, Geth. Wir können ihm vertrauen. Wenn Sie's sagen. Man kann wohl nicht jedes Individuum nach seiner Spezies beurteilen. Sehen Sie sich Sparks an. Wenn alle Quarianer so wären wie Sie, müssten wir nicht bei Ihrem Krieg gegen die Geth Schiedsrichter spielen. Sparks? Ja, Ihre quarianische Freundin. Die Nervöse mit den funkelnden Augen. Sparks. Ach, die. Ein blöder Zeitpunkt, um Streit anzufangen. Aber wenn das Ende von allem, was wir kennen, heranrückt, darf wohl jeder ein bisschen loco sein. Nur ein bisschen? Nicht jeder ist so verrückt wie Sie, Ma'am. Ui. So, was haben wir denn hier? Ruf. Uiuiui. Jetzt brauche ich eine Munition. Kryo-Munition. Kryo und. Na komm, Kryo. Gut. Noch was? Nee. Okay. Petinska-Jüte nochmal. Ich muss verpassen. Nee. So, Tali könnte ich jetzt nochmal in die Kabine rufen. Ja, hier. Zack, zack. Tali, wenn Sie raufkommen möchten? Ich bin gleich da. Danke für die Einladung. Ich konnte vor Rahn nicht freisprechen. Alles okay? Nein. Nein, überhaupt nicht. Verantwortung für 17 Millionen. Und ich weiß nicht, ob ich sie retten kann. Sie tun ihr Möglichstes. Falls die Flotte scheitert, dann nicht ihretwegen. Ich habe meinem Vater geholfen. Und Sens Pläne... Die neue Tech für die ach so wunderbare Invasion basiert auf der Arbeit meines Vaters. Wenn sie wegen mir sterben. Und ich... Wir holen sie sicher da raus, Tali. Ohne sie könnte ich das nicht, Shepard. Ich blöffe doch nur und versuche, dass alle glauben, dass die Admiralstochter weiß, was sie tut. Nicht die Admiralstochter, der Admiral. Ich weiß. Jetzt kann ich wenigstens die schlimmsten Ideen kontern. Darum habe ich den Posten angenommen. Und wegen ihm. Mir? Als ich das Angebot bekam, habe ich mich gefragt, was Sie tun würden. Sie würden die Chance nutzen, etwas zu verbessern. Das klingt wahrscheinlich dumm. Aber ich kann so etwas nicht besonders gut. Alles in Ordnung, Tali. Und danke.
Ich muss zurück, bevor die Admirals wieder Probleme kriegen. Wir reden später weiter. Was macht der Fisch da im Hintergrund? Yeah! Der ist wohl hungrig, wa? Oder ist in den Blasen gefangen? Na, okay. Hat sich befreit! Yeah! Es überlebe der Fisch. Es lebe der Fisch. Wo ist eigentlich mein Helm? Aus Teil 2. Ja? Nee. Ist nur die Dusche. So. Oder das Wartezimmer. Wie auch immer. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Trainer. Commander? Trainer. Commander, Trainer. Ist doch egal. So. Gästrümmerfeld. Tja. Wir retten den Admiral. Wichtig in dieser Reihenfolge, weil alles andere Probleme verursacht. Tali. Ja, möchte ich gern so. Na komm, das ist aber nicht dein Ernst jetzt hier. Gut, haben wir alles bestens. 2 Punkte kann ich nicht verteilen. Die 12 will ich nicht selber verteilen. Gut. Commander Shepard, hier Admiral Zen. Haben Sie Sykoris Rettungskapsel erreicht? Noch nicht. Wie ist Ihr Status? Die Zivilflotte hat schwere Verluste erlitten, seit Sykoris sein Schiff geopfert hat, um eine Gaskanone zu zerstören. Die Suche nach ihrem Admiral ist das Einzige, was unter den Captains eine Panik verhindert. Warum ist die Suche nach dem Admiral so wichtig? Er war gegen die Invasion, aber er hat beim Schutz unserer Schiffe Großes geleistet. Ohne ihn werden einige unserer Nicht-Kombatanten die Flottille verlassen. Die Konsequenzen können Sie sich denken. Sie wollten den Krieg nicht und haben ihren Anführer verloren. Das ist irrelevant. Wir sind fest entschlossen. Sogar Sykoris hat die Bedeutung der Zivilflotte begriffen. Denn ohne Nachschubkette kommt die Invasion zum Stillstand. Ich tue, was ich kann. Beschützen Sie Ihre Zivilisten. Ich kann nichts versprechen. Meine eigenen Schiffe müssen für Ranoch koordiniert werden. Ich empfange nur Rauschen. Sykoris ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakt herstellen zu können. Seien Sie vorsichtig. Die Geth haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen installiert. Zen? Admiral Zen! Das dürfte die Sache interessant machen. Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Wir werden beschossen. Ach nee. Die Geth haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Wir deaktivieren sie zu Fuß. Sind die Geschütze weg, schalten Sie den Turm aus. Jawohl, Commander. Ich setze sie hier ab. Mein Volk war jahrhundertelang im Exil. Hier zu stehen, im Land meiner Vorfahren.
So, wieder Zeit für einen Schnitt.